Finale, Spiel 4 um die deutsche Eishockeymeisterschaft. ERC Red Bull München gegen die Eisbären Berlin. Die Ausgangssituation: gewinnt Berlin, ist Berlin deutscher Meister. München will und muss diese Serie verlängern. München in Blau startete gut in diese Partie. Justin Schütz mit einem ersten Ausrufezeichen. Wareka hat noch die Möglichkeit auf den Nachschuss, aber schon hier zeichnete sich ab. Matthias Niederberger gilt es aus Münchner Sicht zu überwinden. In der Anfangsphase mächtiger Druck weiter von München. Nächster Schuss und ganz München jubelt über das 1:0 von Darryl Boyle. Der Jubel aber eher verflachte schnell, denn hier zu sehen, Justin Schütz im Torraum behindert Matthias Niederberger. Das Tor wird nicht gegeben. Weiterhin München am Drücker, extrem aggressiv, aber Berlin schafft es immer wieder, Zeichen zu setzen, wie hier. Wunderbarer Pass von Frank Hörtler, plötzlich Matt White durch und die Führung für die Eisbären in Spielminute 9. Was für ein Pass. Sensationeller Pass von Frank Hörtler, der O'Brien über die Kelle springt und Matt White mit seinem zweiten Playoff-Tor. Absolut sehenswert und die Eisbären, wie in dieser Serie, immer wieder einfach nur effizient. München antwortete mit Angriffen, mit Schüssen auf das Tor. München versuchte alles. Ben Smith mit einer nächsten Großchance und einmal mehr Matthias Niederberger. Berlin versuchte sich aufs Kontern, aber das funktionierte gut. Marcel Nöbels nach Vorarbeit von Leo Pföderl. Diese beiden verstehen sich weiterhin blind. Henrik Haukeland mit einem überragenden Save. Die Fans der Eisbären nach 20 Minuten schon in Feierlaune. Aber München hatte was dagegen. Kam erneut über Smith, über Hager und über Ortega. Und erneut die Krake von Berlin. Matthias Niederberger, der nächste großartige Save. Berlin aber übernahm dann kurzzeitig und setzte die entscheidenden Szenen, die entscheidenden Marken in diesem vierten Finale. Vom Bulli weg, Franz Nielsen gewinnt es. Dann ist Jensen als erster in der Ecke, spielt das Ganze weit. Genialer Pass von Matt White und Franz Nielsen mit seinem dritten Tor in dieser Finalserie zum 2:0 für Berlin. Aber das war noch nicht alles. Berlin machte daraufhin Druck über Blaine Byron, Marcel Nöbels und Leo Pföderl. Nur 51 Sekunden nach dem 2:0 setzte Berlin den vermeintlich entscheidenden Schlag. Weit gespielt, lang gespielt, München auseinandergezogen. Ja, und dass Leo Pföderl knipsen kann, das weiß in Deutschland mittlerweile ein jeder. Unhaltbar für Haukeland. München aber hatte auch seine Momente, aber die Eisbären hatten weiterhin Matthias Niederberger. Genialer Pass von Max Daubner, der ein überragendes Spiel machte, aber auch Ben Street scheitert an Berlins Keeper. Danach Powerplay für die Eisbären und wir kommen wieder zur Effizienz. Wissmanns Schuss abgefälscht von Matt White. Powerplay-Tor, Spielminute 37, 4:0. Das Ergebnis ein hartes, das in dieser Höhe keinesfalls dem Spielverlauf entsprach. Aber es zeigte auch die Qualitäten von Berlin und dem Team von Serge Aubin. Hinein in den Schlussabschnitt. Es war kein Schaulaufen, denn München versuchte weiterhin alles, hatte hier noch eine dicke Möglichkeit, aufs erste Tor zu kommen, aber irgendwie immer gemeinsam Matthias Niederberger und dann fischt Franz Nielsen den Puck von der Linie. München riskierte zum Schluss hin alles und Matt White setzte den Schlusspunkt als fünfter Spieler mit einem Hattrick in einem Finalspiel der deutschen Eishockeyliga. 5:0 der Endstand. Die Eisbären holen sich Titel Nummer 9.
not normally, but tonight I will be. I think, you know, we did what we had to do. Now it's time to celebrate. Well, truthfully, you know, they scored the goals. I'd have to say that, you know, as far as accumulating the chances to score and zone time, I have to say the numbers were there for us. Obviously, the puck didn't go in net, which is the bottom line. So that's all you can say about it. Novem est omen. Frankie Hörtler und die Eisbären Berlin drecken zum 9. Mal den DEL-Pokal in die Höhe, sind deutscher Meister 2022 und ganz Berlin wird in den nächsten Tagen Kopf stehen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.